ihr Lieben. Hallo. Herzlich willkommen bei Dude Yourself Inspiration. Hier sind mal wieder Eva und Kati und wir haben uns mal wieder eine total verrückte Challenge ausgedacht. Ja, unsere Pandamasken sind wieder dabei und wir haben vier verschiedene Sorten Süßigkeiten. Wir müssen raten mit verbundenen Augen. Es gibt 12 Sorten Haribos, 2 Special Editions. Es gibt die Rätsel-Edition und die Fan-Edition. Genau, und wir müssen dann erraten, nach was jeweils die Gummibärchen schmecken. Genau. Dann haben wir die Skittles, das ist natürlich ein bisschen, das ist der Joker ist sozusagen. Der Joker. Die sind alle weiß, aber wir haben extra die Tüte aufbewahrt und hier drinnen steht dann drauf Lemon oder Lime, Orange. Also ja, einfach das erschmecken. Das sind auf jeden Fall 5 verschiedene Sorten. Wir erschmecken das Ganze und hoffen, dass es stimmt. Dann haben wir ja hier 44 Sorten Jelly Beans. Das wird ein bisschen schwieriger, das zu erschmecken. Und wir haben hier Center Shock und da sind auch so 1, 2, 3, 4, 5 verschiedene ungefähr. Okay. Da kenne ich nur Cola und Erdbeer und Apfel. Also, ja. Und es gibt, glaube ich, Mystery. Aber okay, da wissen wir genau, auch noch, was sie schmecken. Die müssen wir erschmecken. Steht aber drauf, glaube ich, also noch, was sie schmecken. Wir erschmecken das Ganze jeweils mit verbundenen Augen. Und um es noch komplizierter zu machen, wir haben hier diesmal die Zettel. So ähnlich haben wir das schon mal bei einer Challenge gemacht. Man zieht 2 verschiedene Farben und auf dem einen Zettel steht, was man erschmecken muss und auf dem anderen, wie viele man erschmecken muss. 1, 2 oder 3. Genau. Und wenn man alle 3 richtig hat, super. Wenn man zum Beispiel nur 2 richtig hat, dann kriegt man einen Strafpunkt ins Gesicht geklebt. Wir haben hier sehr hübsche blaue Sticker und hoffentlich haben wir nachher nicht zu viele Punkte im Gesicht. Ja, ich hoffe, ihr habt es verstanden. Dann kannst du losgehen. Ich hoffe, wir haben es verstanden. Okay. Okay, dann? Dann, soll ich anfangen? Fang ja du gut. An. Ich wühle ein bisschen hier in unseren Zettel rum. Ich ziehe einmal einen grünen Zettel vor. Und einen weißen Zettel. Okay. Also, ich habe hier Center Shock. Und 1, 2, 1. Eine 1. Okay. Also, einen Center Shock muss ich erschmecken. Gut, okay. Ich hole sie mal so ein bisschen in die Mitte. Es gibt Mystery Apfel. Also, ich gebe dir mal so ein bisschen die Übersicht, ne? Ja. Mr. Slimer. Und ich glaube, das ist Erdbeer. Ja, das ist so ungefähr die Übersicht, was es gibt. Okay. Nee, ich such dir keinen aus. Du darfst einen aussuchen. Nachher heißt es, ich habe dir nur die ganz widerlichen gegeben. Nein, nein. So, okay, du hast einen gefunden. Hast du erkannt, was es ist? Ich weiß es, was es ist. Ich habe den gleichen hier in meiner Hand. Bist lecker. Du denn auch? Nee, ich esse den nicht. Mm-mm. Ich halte mich da zurück. Oh. Das Blöde ist nämlich, wenn man erstmal Center Shock drin hatte im Mund, schmeckt man nichts anderes mehr danach. Boah, sauer. Überraschung! Aber schmeckt auch wie eine saure Süßigkeit. Irgendwie vielleicht Orange oder so. Aber es war gar nicht dabei, ne? Jetzt ist die Frage, musst du den genauen Namen sagen, wie das Produkt heißt? Oder nach was schmeckt, oder? Genau, würde ich auch gelten lassen. Es schmeckt tatsächlich nach Blutorange. Das ist richtig. Echt? Wow, ja, gut. Also, kein Strafpunkt für dich. Ich wechsle meine Brille gegen die Pandamaske. Ja, und ich ziehe auch meine Zettel blind. Ich spuck mal meinen Kaugummi wieder raus, damit ich gleich wieder was. Ich habe den Zettel Haribo gezogen. Okay, ich öffne die Chance ja. für dich, ne? Und es werden 3 Stück bei mir. Oh, wie niedlich, das sind so kleine Tüten. Ja, so Mini-Tüten, aber mit großen Haribos drin. Hier hinten steht sogar stehen die Sorten drauf. Sind die Mystery? Die sind ja, Mystery. Da ist es noch schwieriger, sie zu erraten. Natürlich auch nicht so gut durchmischt. Vielleicht einmal durchschütteln oder so. Ja, oder du greifst einfach tief rein. Ich greife tief rein. Maske drauf. Maske drauf. Eva hat sie mit offenen Augen gezogen. So, Nummer 1 habe ich. Ja. Dann Nummer 2 von oben und Nummer 3 hole ich irgendwo aus der Mitte. So, ich habe 3 gezogen. Okay, dann ich versuche mal schon mal rauszufinden, was es ja. ist. Ich sag so ungefähr die Farben, würde ich sagen. Ja. Und wonach sie vielleicht schmecken. Tja.
Tja. Das hat so gut wie nach gar nichts geschmeckt, glaube ich. Okay. Kiwi? Nee, Kiwi denke ich nicht. Also, okay. Ich kann ja kurz sagen, es war orange. Oh. Und es hätte nach Aprikose schmecken können. Oh. Oder hier ja. In der Rätseledition ist auch was drin, aber. Ja, Aprikose macht Sinn. Ja. Ja. Es war so okay. Süß, aber irgendwie auch so komisch. Na gut. Dann Nummer zwei. Das ist ganz anders, das kenne ich ja auch. Das ist auch komisch, ich kann es nicht. Man kann es nicht zuordnen. Waldmeister? Ja, das kann sein. Ja! Also hier sind auf jeden Fall, also was war grün und es war aus der, wahrscheinlich aus dieser Fan Edition. Okay. Wenn es grün war. Ja. Und da bin ich mir jetzt auch relativ sicher, welches das ist. Eine Beere? Brombeere vielleicht? Also es ist, ich kann es nicht ganz genau sagen, also es ist dunkelrot gewesen. Entweder ist es Kirsche oder das ist dann die aus dieser... Das war Kirsche. Ja? Ja. Ja, ja, wenn man es dann weiß, dann ist es klar. Aber Beere, Kirsche, ich glaube, das können wir durchgehen lassen. Ich glaube, einen Strafpunkt gibt es. Einen auf jeden Fall. Hält nicht! Hier hin. Okay. Dann werde ich mal wieder zwei ziehen, ne? Bisschen durchmische. Eins und zwei. Ich habe hier Jelly Beans und eins. Ich habe Glück, ich habe wieder die Eins gezogen. Obwohl, ja. Glück. Ja, es gibt nur einen Verlierer und der sieht nachher am bescheuertsten aus. Gut, ich greife einfach mal ganz tief rein und habe eine. Erkennst du die? Ja, ich habe sie gesehen auf jeden Fall. Aber. Ich nach dem Ausschlussprinzip, es können zwei sehr unterschiedliche Sachen sein. Karamell. Yep. Ja? Yep. Es hätte Karamell oder Butterpopcorn sein können, aber es wird Karamell gewesen sein. Ja, doch, Karamell. Ja. Okay, cool. Das war einfach und schnell. Ich will wieder blind ziehen. Ich hab zu gerne diese Maske auf. Zwei. Und Spannung. Skittles! Zwei Skittles. Ich glaube, die kannst du mit offenen Augen. tatsächlich. Mysteriös. Zitrone, also so Lime. Ja, also Zitrone und Lime ist ein Unterschied. Lime. Okay. Es ist ziemlich sauer. Schwarze Johannisbeere. Ja. Ich denke, das stimmt beides. Ja. Okay. Da ist eher die Herausforderung, sich dran zu erinnern. Dann bin ich schon zum letzten Mal dran. Du bist schon zum letzten Mal. Jeder zieht dreimal, ne? Jeder zieht dreimal. Okay, dann nochmal gut durchmischen. Bisher habe ich noch keinen Punkt im Gesicht. Ich hatte auch jeweils nur eins gezogen. Oh, ich habe meine Zettel nicht zurückgelegt. Achso, ich habe die auch nicht zurückgelegt. Ja, okay. Ich hatte ganz passt schon. Ich habe wieder Jelly Beans. Yay! Und eine 2. Das wird spannend. Dann greife ich wieder ganz schnell rein. Und ich habe schon direkt 2. Ich fange mal mit einem an. Ja. Kennst du das schon? Ja, ich habe sie so im Kopf gespeichert. Ich weiß, wie sie aussehen, aber die entsprechenden hier drauf zu finden, ist so schwierig manchmal. Das kenne ich auf jeden Fall. Pfirsich? Peach wäre das, nein. Das war es definitiv nicht. Nein? Nein. Tutti Frutti? Auch nicht. Okay, dann schade. Was war's denn? Mango oder Margarita. Nee, also es war, Mango, war gelb mit grünen Pünktchen. Okay. Ja gut, dann wird das vielleicht Mango gewesen sein. Dann habe ich hier, Ich war gerade kurz davor zu sagen, wie es aussieht, um es zu beschreiben. Oh. Ich weiß was. Ich meine, wenn du sagst, weiß ich, was es ist. Zimt. Ja. Es war so die Unterscheidung. Ist es Kirsche oder ist es Zimt? Aber als du sagst, es war mir klar, dass es nicht Kirsche ist. Okay, ich hab jetzt auch einen Punkt. Hatsch. Okay,
Neue Zettel. Ich habe eine 3 und Skittles. Du Glückliche. So. Gibt es Orange? Ja. Gibt es Orange? Ja, gibt es. Ja. Die habe ich. Nochmal Orange? Okay. Das ist sehr langweilig. Sehen die von innen eigentlich auch alle gleich aus? Das weiß ich nicht, ich glaube schon. Wollen wir mal eins aufbeißen und reingucken? Und Erdbeere. Ja, und alle weiß wahrscheinlich von innen. Ja, ist wahrscheinlich nur der Geschmacksstoff drin. Ja, wenig Punkte in unseren Gesichtern. Gleichstand. Noch eine Runde. Noch eine Runde. Wir haben sogar noch. Wir können müssen die Zettel einmal wieder reinschmeißen. Ich habe einen aber für meinen Kaugummi benutzt. Böse. Den nicht wieder reinschmeißen, bitte. So. Die entscheidende Runde. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, wie euch dieses Spiel gefällt, was wir uns so ausgedacht haben. Wir wollten halt wieder mal ganz viele verschiedene coole Sachen vereinen. Yep. Mehrere Lieblingssüßigkeiten vereinen. Soll ich? Ja, du darfst. Bin dran, ne? Mhm, du bist dran. Ich habe eine. Und die eins. Punktezählung haben wir dieses Mal vereinfacht. Und. Okay. Ein Center-Shock nochmal. Oh. Ja. So. Ich spüle sie ein bisschen durch. Einer ist zu den Skittles rübergesprungen. Ich hab hier. Du hast einen. Hast du erkannt? Ich habe die Farbe gesehen, ja. Mhm. Okay. Ich bin gespannt, ob du das errätst. Das ist ein sehr. Das klebt schon total. Vielleicht ist es ausgelaufen. Oh. Ach, mal kräuchchen. Kann ich ja nicht erraten. Boah, ist das dickel. Welche Farbe könnte es sein? Es ist auf jeden Fall bei diesem Mystery oder Skull oder so. Mhm. Ghost und Skull oder so. Und die Sorte ist. Yeah. Irgendwie sowas so gammelig schmeckt das. Die Sorte ist gammelig. Vielleicht ist das Kaugummi gammelig gewesen. Nee, keine Ahnung. Kann. Also, die Sorte ist Mystery und es steht tatsächlich kein Geschmack drauf. Okay. Ich dachte immer. Es ist das einfach nur extra sauer. Es gibt kein. Es ist ein extra saures Kaugummi, was nur sauer ist. Ja, trotzdem. Konnte ich nicht erraten. Ja, okay. Sonst. Ich schnappe mir einen Zettel. Jelly Beans und. 2. Du hattest irgendwann zwischendurch Mystery gesagt, also. Mhm. Jetzt hast du den Punkt. Hast du 2 geschnappt? Ich habe 2 geschnappt. Warte mal, halt sie mal ruhig. Okay. Erdbeerkuchen oder sowas? Okay. Hat was mit Erdbeere zu tun? Erdbeershake. Erdbeermarmelade wahrscheinlich. Ja. Es hat nur noch so einen ganz anderen. Ja. Ja. Und die nächste. Es hat so einen typischen Zuckergeschmack irgendwie noch dabei. Bei der schmecke ich jetzt wieder gar nichts. Tutti Frutti? Nee. Ich schmecke gerade nichts. Das liegt daran, dass es genau die gleiche war. Du hast es geschafft. Oh, du hast es geschafft, aus 44 Sorten genau zu den gleichen rauszuziehen. Fantastisch. Ja, ich würde. Sie schmeckt nach nichts, nein. Ich würde sagen, Erdbeere hast du erschmeckt. Ja. Einen halben Punkt. Einen halben Punkt. Ein. Ich klebe ihn mir. Hierhin. Dann ist immer noch Gleichstand und. Wir sind auch. Ich habe ihn hier und hier kleben und du hier und hier. Wir sind bescheuert.
Ja, hat aber auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Das Kaugummi schmeckt jetzt auch gar nicht mehr so schlimm, weil ich habe es einfach jetzt im Mund gelassen. Ich hatte keine Center Shock ausnahmsweise. Das hat mir am besten daran gefallen. Ich habe keine Gummibärchen probiert. Du darfst die auf jeden Fall gerne noch probieren. Ja, wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht mit uns. Wenn es so ist, lasst uns einen Daumen nach oben da. Sonst schaut natürlich auf jeden Fall unsere anderen Challenges, unsere anderen Bastelvideos. Wenn ihr noch Ideen habt, was wir sonst noch mal für eine Challenge machen können. Ja. Ihr habt gemerkt, wir haben uns das selber ausgedacht. Vielleicht habt ihr auch eine richtig coole Idee, was für eine Challenge wir mal machen könnten. Dann unten in die Kommentare schreiben. Und sonst, wenn ihr unseren Kanal noch nicht abonniert habt, lasst uns gerne ein Abo da. Genau. Klickt doch auf die kleine Glocke neben dem Abonnieren-Button, dann verpasst ihr in Zukunft kein weiteres Video mehr von uns. Dann bekommt ihr auch eine Nachricht, wenn wir ein Live-Video machen, also eine Live-Benachrichtigung. Ja, genau. Dann war es das für heute und wir sehen uns dann. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.